zu einer neuen Folge von Minecraft. Und zwar hat sich einiges getan. Ich habe hier auch schon ein bisschen umgebaut, aber eine Neuerung habt ihr schon gesehen. Auf meinem Kopf ist jetzt ein Hörnchen. Yay! Das kann man auch mit Dings Britannia machen. Hier kann ich mal das wieder reinsetzen. Ich hatte gerade mit Cobblestone ein bisschen gebaut, deswegen hier ausgenommen. Hier haben wir auch ein Diamant-Inventar-Upgrade. Zeige ich euch mal noch die beiden, die habe ich auch noch hergestellt. Und ich muss mal auf beschäftigt gehen, sonst hört ihr den guten Sascha schreien. So. Nein, beim Bubble-Slot war das. Da kommen die rein. Hier oben seht ihr das Hörnchen. Dann haben wir eine schöne Maske. Die solltet ihr erkennen. Aus Majora's Mask. Und ein paar Öhrchen haben wir. Yay, ist das nicht süß. Hier lassen wir mal das da drin, bis wir da irgendwas reinlegen müssen. Und auch hier seht ihr, ich habe einfach mal unsere Google of Revealing mit dem Mana-Helmet, Mana-Stee-Helmet verbunden und dann sind die da drin und dann können wir da auch alles sehen und gleichzeitig einen schnellen Schutz haben. Super Sache. Hat übrigens auch, oh Gott, wie hieß er, Jonas, glaube ich, hieß er mit Vornamen, einen Kommentar geschrieben dazu, dass man das machen kann. Dann haben wir hier Manas, Terra-Stil-Rüstung schon ein bisschen mehr. Super. Den Ring habe ich auch geupgradet, das ging. Der muss tatsächlich leer sein. So, packen wir das mal wieder hier rein. Na, obwohl, ich packe das nicht da rein, ich packe das mal ins System. Wir werden die Dinger eh nicht anziehen. Habe ich nur mal so aus Gag gecraftet. Und hier seht ihr, da habe ich schon einen Mana-Pool vorbereitet. Das ist das, was wir heute machen werden. Da kommen wir gleich zu. Erstmal zeige ich euch noch was anderes hier. Das hier. Oh, das ist nicht süß. Auch von Britannia. Die Tiny Potato. Einfach eine Kartoffel, also eine rohe Kartoffel, in einen Mana-Pool werfen. Dann kriegt er was Süßes. Ja, weiß ich nicht, Süßes. Der hat keinen Namen. Den kann man aber einen Namen geben. Wow. Nicht zu schnell sprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Namen in die Kommentare schreiben. Falls mehrere das tun, suche ich meinen aus. Ich wette aber, da wird keiner einschreiben. Dann kriegt unser kleiner Freund hier, unser kleiner Potato, einen Namen. So, hier ist jemand gestorben. Der gute Shaka 2009, der ist neu auf dem Server. Tja, ist halt hier gestorben. Sein Grab liegt noch hier. Ich lasse mal noch stehen. Weiß gar nicht, was da drin ist. Will ich auch gar nicht wissen. Viel sollte es noch nicht sein. Hier. Fliegende, glühende Pflanzen, also die geben Licht ab. Finde ich auch eine super Idee. Sieht schon cool aus. Ich habe mir noch überlegt, ob ich da irgendeine Art Podest oder sowas noch bauen sollte. Sieht dann vielleicht noch ein bisschen besser aus, als wenn die da so rundherum schweben. Aber sieht schon nice. Also Britannia lässt sich was einfach. Achso, und wir haben da so ein Feuerwerk. Komischerweise ein bisschen seltsam. Hier seht ihr, da sieht man die Wolke, wie sie sich zerteilt. Wenn man drauf guckt, sieht man nur den Strahl. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist so ein kleiner Block, der steht da oben, auch von Britannia. Guckt ins Buch, wenn ihr es wissen wollt. Apropos Buch, das werden wir rausholen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so schnell finden werde. Phantom Ink wollte ich euch zeigen. Die craftet man so. Damit kann man seine Rüstung unsichtbar machen, deswegen habt ihr die auch nicht gesehen, wenn ich hier nochmal zeige. Von vorne bitte. Man sieht die Rüstung nicht mehr. Super Ding. Phantom Ink kann ich empfehlen. Funktioniert aber nur bei Rüstung, die Mana verbraucht, also bei der Mana-Stil und Terra-Stil-Rüstung. Und bei den Clothes auch. Gibt noch so eine andere Rüstung von Britannia, die ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich da nicht so den Sinn drin sehe. Weil ich möchte lieber geschützt sein, als da in irgendwelchen Roben rumzulaufen. Aber egal. So, was wir machen wollen, ist nicht das. Kommt zurück. Das hier. Das Portal nach Alfheim. Dafür müssen wir einiges basteln. Wir brauchen 8 Living Rock, 3 Glimmering Living Wood, ein Elfen Gateway Core und noch was anderes, aber wir holen uns erstmal Living Wood. Brauchen wir 8. Dann Glimmering, den macht man mit Glowstone. Da.
Drei waren es, glaube ich. Ich kann ja auch mal hinsetzen, mal gucken, wie der aussieht. Boah, ganz nice. Fände ich eigentlich cool. Damit könnte man auch gut bauen, glaube ich. Jo. Krieg dich jetzt abgebaut. Ich weiß normalerweise mit dem Axt, aber ich war ja zu faul, die rauszuholen. So. Das haben wir. Drei war richtig. Ein Elfen-Gateway-Core. Dafür müssen wir einfach umschlagen. Macht man so. Wir brauchen also noch mehr Living Wood. Dann gucken wir mal, was wir hier für Wood haben. Bum, bum, bum. Oh gut. Müssen wir mal was herstellen, sonst klappt das nicht hier mit uns. Ist hier mit Open Server? Ja, da können wir. Egal. Wir gehen auch ins Dunkle. Die Zombies kommen, so schnell kommen sie nicht an uns ran. Muss ich doch gleich die Axt rausholen. Ups, eins weit gebaut, egal. So, Zwischenräume noch. Na, da kommen sie schon angewatschelt, seht ihr das? Von da hinten kommen die angewatschelt. Freche Viecher. Na hier, unser System funktioniert immer noch. Ich habe gesehen, es gibt auch von Botania wohl sowas, was Blöcke abbaut. In einem größeren Umfeld. Wäre eigentlich auch gut für unsere Farm, aber die funktioniert so gut. Ich habe die Kiste schon einmal geleert, weil nichts mehr reinpasste. Ich glaube nicht, dass wir da noch was brauchen. Hö, sah der Boden hier nicht gerade anders aus? Egal. Gehen wir kurz rein. Die Axt rauszuholen, weil das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Während die Zombies guten Tag sagen oder gute Nacht oder was auch immer. Was sie halt so sagen. Aber apropos, was sie so halt so sagen, können wir uns gleich auch noch was angucken, ein Item. Erst will ich einmal Willingwood ernten, bitte. Ist denn die Minute nicht schon, oder geht das noch am Tag? Nee, geht auch in der Nacht. Ups. Scheiße. Heißt, wir haben jetzt ein kleines Problem. Jetzt spawnen hier überall in der Nähe Zombies. Ist schon geschehen, wie ihr auf der Minimap seht. Ach, der macht. Seht ihr das? Das ist ein Zaumkraft-Zombie, der macht Spinnen. Dreckig. Lass mich doch mal gleich ins Bett legen und schlafen, aber den will ich jetzt noch töten. Der geht bestimmt. Geh weg. Ah! Ich will doch das Item da aufsammeln. Also ihr seht, das ist echt unmöglich hier mit den Zombies. Da kommen unendlich viele. Da kommen immer noch mehr angewatschelt. Ach, lassen wir das Item da liegen. Scheiß drauf. Müssen wir doch schlafen. So, machen wir mal. Schön. Ich hoffe, er sieht's. Wenn nicht, mach ich's wieder. Gute Paragon und kicke ihn vom Server. Praktischerweise steht auch sein Name oben. Ah, er schläft. Sehr schön. Und ihr habt gesehen, der hier ist drinnen gespawnt. Genau wie der da. Das ist echt übel, dass sie auch hier drinnen dann spawnen. Aber das soll, weiß ich auch nicht. Die tanzen hier rum. Die mit Rüstung werden natürlich nicht verbrennen. Ich die kleinen Zombies hasse. Stirbst du jetzt mal? Gott, ey. Meine Erfahrung können wir schon noch mitnehmen.
Und ihr seht ein paar zerbrennen zu Tode. Oh, was? Was zum Teufel? Ist aber mal gut hier. Da kommen die schon auf Goldrüstung auf den Hühnchen an. Gibt's doch nicht. Ihr wisst ja, wie sehr ich die mag auf den Hühnern. Ach, das ist lustig. Das funktioniert sogar bei Living Wood. Wusste ich gar nicht. Aber nehmen wir natürlich mit. So. Haben wir noch 33 Stück. Genau, die 8, die setze ich jetzt hier noch hin. So. Könnt ihr das noch umwandeln. Und wir gehen weiter unser Portal machen. Living Rock haben wir ja noch ein bisschen. Brauchen wir aber, glaube ich, auch gar nicht für das Portal. So, wir müssen einmal den Elfen Gateway Core machen. Dafür müssen wir einen Terra-Steel opfern. Ach, hier seht ihr euch den ganzen Müll an. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Das müssen wir noch öffnen. Wir gucken mal. Terra-Steel sollten wir. 4 Stück haben wir dazwischen. So, nehmen wir einmal. Machen dazu hin. So. Wir haben einen Elfen Gateway Core. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir noch das Ding hier. Wir brauchen ja aus die Ender und Mana Pylon. Hey. Mana Diamond brauchen wir da auch noch. Aber wir können ja hier mal suchen. Was ist das denn? Mana Star. Ach cool. Aber das wollen wir gar nicht machen. Nee, das ist nicht. Mit Leerzeichen. Mit Leerzeichen. So. Gucken wir mal. Einen. Braucht man auch nur einen, ne? Aber wir brauchen. Nee, wir brauchen insgesamt 2. Weiß ich, weil wir 2 aufstellen müssen. So. Die dann mit Terra-Steel und Eye of Ender. Und dann haben wir Natura-Pylon. Suchen wir auch den mal. Da ist er. Haben wir Eye of Ender? Ja. Und nur 1. Das heißt, wir müssen noch 1 machen. Oh Gott sei Dank, wir haben noch Blaze Powder. Das hätte noch gefehlt, dass wir das nicht schaffen. So, 2 Stück. Gut. So sollen wir das dann hinstellen. Können wir dann sogar Visualize machen. Ja, so dass es da vorsteht. So. So muss das dann stehen. Okay. Wir brauchen noch einen Mana Pool. Einen habe ich da schon voll gemacht. Mana Pool. Wir müssen den diluted machen. 2. Stück brauchen wir und wir haben keinen Living Rock. Müssen wir noch Living Rock machen? Na gut. Haben wir denn Stone? Ja, wir haben Stone. Perfekt. Stop, sorry. Müssen wir nochmal raus. Ihr seht, ich esse schön Steak von meinen Kühen. Bisschen gab's auch. Alter! Von den Feuerviechern. Bauen wir erstmal das Zeug hier ab. Bim, bim, bim. Und dann machen wir Stein hin. So. Da noch 2, da 2. Dann heißt es warten. Aber wir können da nochmal wieder reinlaufen. Und uns schön das andere schon aufbauen. Sorry. So, da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Das können wir schon mal alles so, so, so und so. Und so und... Nein, da nicht. So. So und so. Und das da oben. Bauen wir immer ab.
Dann noch den Chor. So. Fehlen noch die Mana-Dinger. Was wir auch noch machen können, ist ein... Ah, ich hatte das Item gesehen. Das will ich mir noch auch noch machen. Das schießt sozusagen wie ein Mana-Spreader, bloß von uns aus Mana irgendwo hin. Mystical Items. Hier, Mana Blaster. Den will ich mir machen. Braucht man noch einen Rune of Mana. Haben wir sowas noch? Rune? Nein, wir haben keinen Rune of Mana. Müssen wir da gucken, wie wir das herstellen. Eieiei, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 und eine Mana-Perle. Ah, Mana-Perle haben wir. Den Rest nicht. Iron. Ah, das Stone kann wieder rein. Das ist mal weg. Obwohl er nicht drin lassen kann, ne? Machen wir gleich 10. Scheiß drauf. So, das soweit. Was ich dann nochmal mache, ist hier den kurz ein bisschen aufladen. Na! Bleib mal da drin. So. Das Ding haben wir. Was brauchen wir noch? Nichts weiter. Nur das. Okay. Und dann kriegen wir das doch hin. Hat immer noch nicht voll. Gottchen. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich mal nachher. Da. So, wo ist mein Stäbchen? Den haben wir noch gar nicht rausgeholt. Ich muss noch meinen Stab rausholen. So, das läuft. Der sollte jetzt voll sein. Ja. So, ansetzen. Das Ding läuft. Dann holen wir uns mal das Living Rock. Davon werden wir eben gleich einen brauchen. Dann können wir uns den zweiten Mana Pool machen und das andere Zeug. Wir müssen ja einen darauf schmeißen für die Rune. Hallo, Strabicke. Geh mal weg. Ich muss mir auch noch Treppen hinbauen oder sowas. Oder die Blümchen mal umlegen. Sollte ich eigentlich auch hier unten unterbringen. Ah, wie weit bist du? Noch gar nicht angefangen. Geht das nicht, wenn der Mana-Spreader da hinten steht? Muss der da dran stehen? Ah ja, er muss da dran stehen am Mana-Pool. Okay. So, Living Rock. Jawohl, ist fertig. So, dann haben wir die Mana-Rune. Gottchen, ey. So, dann stellen wir erstmal noch den anderen Pool her. Machen das gleich richtig. Hallo? Ah, der Server ist wohl abgeschmiert, denke ich. Ja, ich kann nichts machen. Umsetzen kann ich auch noch. Gucken. Nein, ist er nicht. Doch, ist er. Da ist er weg. Also, einen Moment. So, wie ihr seht, läuft der Server wieder. Hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Aber egal. Wir können jetzt hier unsere Mana-Pool machen. Es ist sogar alles noch so eingestellt gewesen, komischerweise. Auch dieses Visualize ist noch da. So, machen wir das und das. Dann hängt das schon alles. Structure complete. Habe ich das auch da oben so hingebaut? Ich hoffe, das ist richtig. Vielleicht baue ich da noch eine Treppe vor oder so. Mal kicken. Jetzt will sich Dennis, also Dark Crimson, von mir Lead or Line und dann sagt er, entweder tust du in deine Kiste. Oder ich bringe es zu ihm, als ob ich das zu ihm bringe, weil er sich das leihen will.
Haben mir mal geschrieben, er soll es dann einfach rausnehmen. Ich doch nicht so schwer. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten noch das andere Teil machen. Dieses nette Ding. Mana Spreader kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Was ist denn das? Mana Blaster. So, Mana Blaster. Da ist er. Wir werden erstmal den Mana Spreader machen müssen. Nein. Was? Ach, Redstone Mana Spreader. Hupsi. Aber lustigerweise legt er hier das Redstone mit rein, sonst nicht. Komisch, komisch, komisch. TNT müssen wir noch machen. Sollten wir aber alles haben. Und gleich mal zwei. Wir haben einen Mana Blaster. Sollten wir Mana schießen können? Sogar mit Rückstoß. Sehr effektiv ist es aber jetzt nicht gerade. Ich dachte hier, wow, da schießt er dann ordentlich Mana durch die Gegend. Aber so richtig doll ist das jetzt nicht, ne? Gut, machen wir es über die andere Methode. Wir nehmen unseren Ring einfach. Ja, das ist richtig eingestellt. Wir brauchen da nämlich einiges an Mana drin. Ich komme da aber nicht richtig, richtig rein, weil der Pylon da drüber ist. Eigentlich habe ich auch die dahingestellt, damit er dann da Dings, dann würde ich die hier auch wegnehmen. Man kann die ja trotzdem benutzen, die Mana Pool. Also den Mana Pool, was auch immer. Wollte ich nicht. Theoretisch kann man es noch benutzen. Oh Gott, ich halte mich immer ein bisschen fern. Kann ich ja hier aufstellen und da reingucken. Ich will die bloß möglichst voll machen, weil ich glaube, ein halber Pool braucht es, um die aufzufüllen. Jetzt weiß ich nicht. Pro Pylon einen halben Pool oder insgesamt einen halben? Stand da nicht so drin. Warte, irgendwo stand es doch hier. Oh ne, das ist der Blaster. Wo ist hier nochmal? Alphomancy, Portal. Simply right click on the core with the wand of the forest. Yeah, that both the pools to open up after that. Yeah. Wenn der Mann anderer geht, dann ich vorbei mit der Verbindung. Na, unser Ding ist hier noch ziemlich voll. Machen wir das auch mal bis oben hin voll. Ah, wenn er nicht runterfallen würde. Bleib drauf liegen. Fliegen. Warum geht das beim anderen und bei dem nicht? Beim anderen ging das. Der dreht sich auch. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ach, jetzt könnt ihr übrigens sehen, dass wir nicht schießen können, weil wir keinen Mana haben. Und jetzt können wir schießen. Gehst du jetzt mal darauf? Muss ich jetzt hier immer hoch und runter hüpfen oder zieht er sich das auch so raus? Jetzt daneben nicht. Ach, er zieht es auch raus, wenn es daneben nicht. Na, dann geht's ja. Dann kannst du da liegen bleiben. So. Muss du kurz da das Blinke wegmachen von. Schreibt's mit Dennis und jetzt ging das nicht weg, weil. Was ist das für ein Scheiß? Dreck Steam, ey. Steam Chat ist manchmal echt nervig. Dim, 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 dim. Wuhu. Das Portal ist offen. So. Wir können jetzt hier uns reinstellen und es wird nichts passieren. Weil das ist kein Portal für Leute, sondern nur für Items. Das geht schnell. Ehrengarde. Steht da echt Ehren... Nein, Elfengard. Ich dachte schon Ehrengarde. Elfengard. Okay. Gehen wir mal weiter. Greetings. Oh ja, sie sind schockiert.
Aha, sie bedanken sich, dass wir sie informiert haben mit unserem Buch über unsere Welt. Oh, alles super duper. Oh, der Hurrat der Elfen. Aha, sie sind also scharf auf Ressourcen von uns. So. Das Portal ignoriert also die Zeit, deswegen kam das gleich wieder zurück. Na gut. Toll, dass sie dafür noch eine Erklärung geben, warum das gleich wieder rausgeschossen kommt. Schön. Ach so, wenn wir irgendwas reinschmeißen, was nicht im Buch steht, dann behalten wir es einfach. Ist ja nett. Ja, das ist die Message. Haben wir gerade gelesen. Die Ressourcen von Alfheim. Jetzt gehen wir raus. Dreamwood. Aha, dekorative Blöcke. Oh, Dreamwood Trick. Mana Steel können wir auch reinschmeißen. Elementium kriegen wir dann. Ah. Ich habe eine böse Vorahnung. Gibt es eventuell Pixie Dust? Ist auch schön. Dragonstone. Cool. Gibt es eventuell noch eine Elementium-Rüstung? Sie wollen also auch Netherquarz und wir kriegen dafür Elfenquarz. Aha. Alfglas. Alf. Kennt ihr Alf noch, die Serie? Den als Glas. Ist doch schön. Für Mana-Glas kriegen wir Alfglas. Was kann Alfglas? Wollen wir es einfach mal testen. Und hier, die Pudel sind noch ganz schön voll, alter Schwede. Aber der Ring ist ganz schön näher, den müssen wir mal wieder auffüllen hier. Füll dich mal. So, wir machen uns mal Alfglas. Ich habe auch noch nie Mana-Glas gemacht. Muss ich mal gucken, wie das dann aussieht und wirkt. Machen wir einfach mal hier einen hin. Boah, cool. Durchgehen kann man aber nicht. Und es zerstört, wenn man es abbaut. Nein, es geht nicht kaputt. Okay. Machen wir jetzt mal 8 in 11. Alfglas. Man hat so einen grünlicheren Schimmer. Durchgehen kann man auch nicht. Ja, sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Kann man eigentlich mal machen. Also ich finde es schön. Ich glaube, das werde ich dann auch nehmen als Glas. Zum Durchgucken hier oben zum Beispiel. Und so. Gar nicht schlecht. So, was haben wir noch? Achso, das war die letzte Seite davon. Elfenlore, The Shattering. Irgendeine Geschichte. Werde ich jetzt nicht durchlesen. Wenn ihr das wissen wollt, dann guckt euch das an. Ritual von Gaia. Oh je. Das wird böse, weil damit oh,
ruft man einen Boss. Und das wollen wir doch eher noch nicht. Total of Gaia 2. Blitz of Azure. Ich schätze mal, das ist dann die Belohnung von dem Gaia-Ding. Okay, das war's also. Müssen wir mal hier reingucken. Und ihr seht, wir haben ein neue Einträge. Okay. Was? Dann spawnt ein Pixie. Was macht die Pixaxe? Ah, okay. Cobblestone, Dirt und Netherrack wird zerstört. Ach, wir können das auch mit dem Terra Shatterer vereinen, dann macht er das auch. Ist ja cool. Sollten wir vielleicht mal machen. Was ist das? Extrapolated Bucket. Ach, damit können wir unendlich Zeug aufheben. Nicht schlecht. Flare Chakra. Flame Shocker, nicht leer. Cool, das muss auch mal machen. Noch irgendwas Neues? What of Bifrost? Alter, das müssen wir machen. Das müssen wir unbedingt machen. Oh Gott, wir haben aber schon 32 Minuten. Das noch hinkriegen, frage ich mich echt. Aber wir versuchen es einfach mal. Weil das will ich sehen. Ich denke mal, wenn ihr schnell genug wart, habt ihr schon ein bisschen davon gelesen. Wenn nicht, Pech. So, machen wir erstmal den Ring wieder rein. Das war Fail. Das brauchen wir nicht. Ach, wir haben ja schon hier. Gib mir mal, ich glaube, zwei waren das. Ist das aber wieder weg? Ach nö, ne? Nein. Warum kriege ich dann hier keinen? Hallo? Warum? Warum hast du meinen Mann aus dem gefressen? Schon wieder? Okay, kommt nicht immer was zurück. Das ist ja fies. So. Elementium haben wir. Pixie Dust. Ah, wir brauchen Mana-Perlen und die müssen wir da reinwerfen. Okay. Machen wir das doch mal. Mana. Ach, wir nehmen alle, weil ich weiß noch nicht, ob da immer einer rauskommt. Weil ihr habt ja gesehen, bei Mana Steel war es auch nicht so. Okay. Das hat geklappt. Was brauchen wir noch? Dragonstone. Oh, da muss man einen Mana Diamond öffnen. Opfern. Haben wir doch hier einen. Gleich liegen. Ah, guck mal, wer da ist. So. Papapapa. Und jetzt können wir ein Item herstellen, das ziemlich interessant ist. Geh mal weg. So. Und. Papapapa. Lol.
mach ich dich aus? Wie mach ich dich denn aus? Irgendwie. Er ist in die Wand gefallen, auch schön. Ach, er lädt sich gerade auf. Das ist jetzt weg. Okay. Nochmal gucken. Hä? Verstehe den Sinn davon jetzt. Da sollte doch eigentlich in die Richtung gehen, wo wir hingucken. Ich mach das nochmal hier auf dem ebenen Boden. Hallo Pachirisu. Stopp. So. Ah, gucke mal. Aha. Ah, oh, das ist herrlich. Kann ich mir Regenbogenbrücken bauen? Oh, the rainbow. Yay, und da verschwindet es nachher. Wenn sich wieder vollgeladen hat. Und bam. Interessant. So, ist das Tor schon mal gelohnt. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.